8. Dezember 2022 fand nach 2 Jahren Pause der bundesweite Warntag in Deutschland erneut statt. Dabei wurden viele verschiedene Systeme zur gleichen Zeit getestet, um ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und die Bevölkerung auf das Thema Bevölkerungsschutz aufmerksam zu machen. Hallo, liebe Technik- und Sirenenfreunde. Mein Name ist René und ich heiße euch herzlich willkommen hier in der Sirenenwerkstatt. In diesem Video seht ihr die am Warntag aufgenommene Sirenenprobe und im Anschluss gebe ich noch einen eigenen Bericht ab.
Kommen wir als allererstes zu den Warn-Apps Nina, Katwarn, Hessenwarn und weitere. Beim letzten Warntag am 10. September 2020 gab es große Probleme, wodurch Meldungen erst gar nicht rausgeschickt wurden oder wenn, dann nur mit starker Verzögerung. Grund dafür waren fehlende Absprachen der Zivilschutzorganisation, des Bundes, der Länder und der einzelnen Landkreise, sodass die Meldungen zur Probewarnung nicht wie eigentlich angedacht nur vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aus Bonn kam, sondern von vielen Stellen gleichzeitig verschickt wurde. So kam es bei den meisten Servern und Leitstellenrechnern zu Überlastungen, wodurch diese teilweise auch ausgefallen sind. Dieses Mal funktionierten die Warn-Apps allerdings deutlich besser. Nach Rückmeldungen klappte zwar immer noch nicht alles 100%, allerdings liegt die Fehlerquote deutlich unter der von vor 2 Jahren. Dennoch gibt es hier Nachholbedarf, der aber erkannt und in Zukunft auch hoffentlich nachgearbeitet wird. Ich persönlich finde die Warn-Apps empfehlenswert, da man dort genauere Informationen zur aktuellen Gefahrenlage und detaillierte Handlungsempfehlungen bekommt. Dazu sei noch gesagt, dass im Falle einer Warnung oder Gefahr die Notrufnummern 110 und 112 unter allen Umständen für Notrufe freizuhalten sind. Das sind keine Telefonnummern, wo man anrufen kann und sich informieren kann. Dafür ist das Radio gedacht, die Medien sind dafür gedacht oder die Warn-Apps. Also bitte, bitte ruft nicht bei den Notrufnummern 110 oder 112 an, um euch zu informieren, was denn gerade Sache ist. Das kann über Leben und Tod entscheiden, weil ihr echte Notfälle blockiert, die dann unter Umständen wirklich sterben könnten. Also bitte unterlasst es. Einen Link zu den offiziellen Webseiten der Warn-Apps Nina und Katwarn findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Das Cell Broadcast ist eine Neuerung, die es beim letzten Warntag 2020 noch nicht gab. Die Entscheidung, das Cell Broadcast einzuführen und für die Bevölkerungswarnung zu nutzen, wurde aufgrund der Ereignisse der Flutkatastrophe von Juli 2021 gefällt. Damals wurden die Menschen von der Flut überrascht und es gab sowieso keine zuverlässige Möglichkeit, die Menschen rechtzeitig zu warnen und zu schützen. Genau an dieser Stelle knüpft das Cell Broadcast an, denn es warnt auch Menschen, die keine Warn-Apps benutzen oder derzeit ein Radio oder Fernsehen verwenden. Sobald ein Handynutzer in einer Funkzelle angemeldet ist und auch ein Netz hat, bekommt er im Falle einer Warnung über das Cell Broadcast System eine Warnmeldung zugestellt. Wobei es da auch noch verschiedene Abstufungen von Warnungen gibt, aber bekommt man eine Warnung der höchsten Warnkategorie, dann bekommt man selbst eine lautstarke Warnung, auch wenn das Gerät stumm geschaltet ist. Einzig, wenn das Handy keinen Netzempfang besitzt, im Flugmodus sich befindet oder ausgeschaltet ist, können auch hier keine Warnmeldungen empfangen werden. Dieses System hat leider auch nicht zu 100% funktioniert. Ich habe Rückmeldungen gelesen, nachdem viele Nutzer diese Cell-Broadcast-Meldung einfach nicht bekommen haben. Dies liegt aber nicht unbedingt an den Netzbetreibern, wobei auch da ich gehört habe, dass besonders das Netz der Deutschen Telekom gestört war. Empfangsbereite Geräte haben im Netz der Deutschen Telekom keine Cell-Broadcast-Nachrichten erhalten. Der Knackpunkt hierbei ist, dass es immer noch Smartphone-Modelle gibt, die das Cell-Broadcast noch nicht unterstützen. Außerdem benötigt man die neuesten System-Updates und je nachdem muss es tatsächlich noch in den Einstellungen aktiviert werden. Eine Liste mit Smartphones, die derzeit unterstützt bzw. nicht unterstützt werden, packe ich euch unten auch in die Videobeschreibung. Allerdings sollte man da auch vorsichtig mit sein, weil die Liste nicht vollständig ist, aber da bin ich mir sicher, wird auch noch in Zukunft dran gearbeitet werden. Also wie man sieht, gibt es auch hier Nachholbedarf, aber ich bin mir sicher, dass sich in Sachen Cell Broadcast noch viel verbessern wird. Der dritte und letzte Punkt ist für mich eine besondere Angelegenheit, die Sirenen. Wer hätte es gedacht? Am vorletzten Warntag 2020 hatten sich auch in Sachen Sirenen große Defizite gezeigt. Denn nach dem Ende des Kalten Krieges wurden an vielen Orten die Sirenen abgebaut oder die Ansteuerung der Sirenen einfach nicht modernisiert oder gänzlich einfach abgeklemmt. Damit die Sirene die nötigen Signale, Warnung der Bevölkerung und Entwarnung überhaupt erst wiedergeben kann, benötigt die Ansteuerung eine erweiterte Empfangstechnik.
Außerdem muss die Sendestelle auch entsprechend vorhanden und ausgerüstet sein. Das heißt, es fehlten einfach Sirenen oder sie konnten einfach nicht ausgelöst werden, wodurch es an vielen Orten stumm blieb. Das ist auch der Grund, wieso die Menschen im Ahrtal nicht per Sirene hätten gewarnt werden können. Die Sirenen, die vorhanden waren, konnten nur das für die Feuerwehr wichtige Signal Feueralarm abgeben. Ein fataler Fehler, wie sich dann in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 herausgestellt hat. Seit dem letzten Warntag 2020 wurden allerdings viele Sirenen aufgebaut bzw. modernisiert. Dadurch konnten am vergangenen Warntag mehr Sirenen getestet werden. Allerdings gibt es auch hier einen ganz großen Knackpunkt, denn es obliegt jeder Stadt, Gemeinde oder Kommune selber, ob sie Sirenen zur Warnung der Bevölkerung nutzen oder nicht. Genauso kann jede Stadt auch selbst entscheiden, ob sie beim Warntag mitmacht oder nicht. Deswegen ist es stellenweise auch stumm geblieben. Immer noch gibt es Stadträte und Bürgermeister, die behaupten, dass Lautsprecherwagen zur Warnung der Bevölkerung völlig ausreichend sind. Dabei vergessen die Verantwortlichen leider oft, dass ein Lautsprecherwagen deutlich mehr Zeit benötigt, bis er alle Menschen in einer Stadt erreicht hat. Die Sirene hingegen steht 24/7 auf dem Dach bereit und kann innerhalb von wenigen Sekunden alle Menschen im Umkreis alarmieren. Außerdem bekommt auch der beste Lautsprecherwagen bei 2 Meter Wassersäule in den Straßen auch Probleme. Wer bei solchen Aspekten immer noch an Lautsprecherwagen festhält, dem empfehle ich am besten Sturm- und tauchsichere Panzer einzukaufen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Alle Systeme, die am vergangenen Warntag getestet wurden, sind richtig und auch sinnvoll. Allerdings bekommt man auch damit nicht annähernd 100% aller Menschen erreicht. Viele haben nachts ihr Handy ausgeschaltet oder auf Flugmodus stehen. Da kommt keine Warnung durch, weder Cell-Broadcast noch Warn-App noch Radio. Sirenen auf der anderen Seite stehen allzeit bereit auf den Dächern und benötigen meistens nur wenige Klicks auf einen Computer in der Leitstelle, um eine ganze Stadt vor Gefahren zu warnen. Außerdem höre ich die Sirene auch nachts, selbst wenn ich alle empfangsfähigen Geräte ausgeschaltet habe. Es ist das einzige Warnmittel mit einem Weckeffekt. Und wenn sich nach wie vor Städte und Gemeinden dagegen sträuben, Sirenen aufzubauen oder sich beim Warntag zu beteiligen, dann sollte das Thema Bevölkerungsschutz wieder von einer bundesweit zentralen Stelle geleitet werden, so wie es früher auch der Fall war. Viele Menschen hätten in den Fluten des Juli 2021 nicht umkommen müssen, hätte man sie rechtzeitig warnen können. Genauso sieht es aus mit Chemieunfällen, Tornados, Rauchentwicklung bei Großbränden, Freisetzung von Schad- und Giftstoffen oder von Strahlung. Nennt eigene Beispiele, Beispiele gibt es genug, die uns passieren können. Wir leben halt alle in einer Welt, in der alles möglich und nichts zu 100% sicher ist. Darum müssen wir uns vor Gefahren schützen und warnen, so gut es eben geht. Was den Bundeswarntag vom 8. Dezember 2022 angeht, so ist er meiner Meinung nach ein Erfolg. Denn auch wenn nicht alles funktioniert hat, es wurde alles getestet und Fehler erkannt. Außerdem ist das Thema Bevölkerungsschutz wieder in der breiten Bevölkerung angekommen, wo es auch hingehört. Seit über 30 Jahren ist das nicht mehr so passiert und meiner Meinung nach der Schritt in die genau richtige Richtung. Denn das Thema Bevölkerungsschutz geht uns alle an und es gehört in den Kopf eines jeden Einzelnen von uns. Kommen wir nun zum Ende des Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, lasst es mich wissen. Falls nicht, auch ruhig einen Daumen nach unten. Wie steht ihr zum Thema Warntag und Warnung? Wie ist der Warntag bei euch denn abgelaufen? Lasst uns darüber ruhig diskutieren in den Kommentaren unten, aber bitte bleibt freundlich und sachlich. Für alle, die sich dafür interessieren, poste ich weiterführende Links unten in der Videobeschreibung. Zum Thema Sirenentechnik gibt es auch sehr gute und informative Videos vom Sirenenkollegen Madek Siren, die poste ich wie immer alles unten in der Videobeschreibung. Wann von mir ein nächstes Video kommt, kann ich leider noch nicht sagen, aber es wird definitiv auf diesem Kanal noch weitergehen und auch mehr Videos geben, auch mehr mit mir. Man wird mich jetzt öfters sehen und was genau kommt, kann ich noch nicht verraten, aber abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Zu guter Letzt gehen noch Grüße an all meine Sirenenkollegen raus, an Freunde und Bekannte. Habt eine schöne Zeit, feiert ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Das war es soweit von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video. Aus der Sirenenwerkstatt. Ciao.